Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Last of Us Remastered auf Pelzig. Wir waren stehen geblieben, als die Ellie ausgerissen ist, weil der Joel sie an den Tommy übergeben wollte, damit der sie zu den Fireflies bringt. Die ist mit dem Gaul ab und wir sind mit der Gäule hinterher und jetzt geht's weiter bei einer kniffligen Passage. Okay, na los. Na? Wie viele sind es? Verdammt viel zu viele. Geh außen rum, ich geb dir Deckung. Aha. Kommt schon zu viel. Hui. Ah, die hätte ich mal sparen können. Oder was? Nee. Müssen ja immer irgendwelche arme Schweine hier sein. Dann, wo seid ihr dann? Ah, mal keiner rauskommen. Bleib da. Hoppla. Ich mag das nicht, wenn einer sagt, dass ich brenne wäre. Wo bist du? Du warst. Aha. Du ist der Molly-Schmeißer. Zeig dich mal wieder. Nein. Krieg dich auch dort durch. Ha! Und hab'n A gezündet noch dabei. An der Ecke Brief verreckt. Ah. War das ein Kopfschuss? Ja, das war ein Kopfschuss. Und dich habe ich auch. Gut. Da können wir jetzt erstmal die Erstpassage hochklettern. Ups, das war nicht so schön. Das habe ich irgendwie verbockt. Da muss ich doch hoch. Ja. Das war jetzt etwas unepisch, aber ja, hat seinen Zweck erfüllt. Doch kommen die nächste Type her. Komm her, du. Jetzt habe ich dich. Und nicht dich. Ah, das Ding braucht ewig, bis es noch geladen hat. So brauchen wir. Ebbes, was schneller schießt. Huch. Wo bist du dann? Wo bist du dann, Mendel? Dann? Ja gut. Das war's mit dem. Da haben wir noch Munition. Den ich aber schaffe. Wir machen das mal so. Dann ist da noch irgendwo drüber einer, glaube ich. Der muss vom Duck... Jawohl, der hat vom Duck geschossen. Und den kriegen wir auch noch. Da ist noch ein bisschen Lever worden. Ich schon für die Nerven. Das müsst... Ah, nee. Also nicht. Als noch nicht. Wenn die Typen gepanzert sind, halten sie was auf. Das waren alle. Super. Aber denn, lass ich auch erst mal sein. Ich habe lieber etwas, wo ein bisschen mehr drin ist. Der sieht schon fast aus wie die aus Pittsburgh. Nur hat der einen Mantel an. Aber es ist ja auch schon Herbst von daher. Aber der sieht auch sehr stark ähnlich aus wie die aus Pittsburgh, die Pyromaner. Gucken wir mal, was die Knabe bei sich gehabt haben. Und flattern ihr wunderschöner Bleiber, in der sie sich gemütlich gemacht haben. Jackson County Snake River Trail. Aha, da wird wohl so eine Art Wildwasser-Raft oder sowas gewesen sein, als es noch Zivilisation gäbe hat. Und so obligatorische Hütter, wo die sich dann nur niedergelost haben. Da haben wir noch El Diablo-Munition, Pfeiler. Zeichen von Mollys oder anderes Zeichen zu basteln. Wir können einen Nahkampf-Mod auf unser Axt drauf. Können wir jetzt insgesamt mit dem Ding 8 Sofort-Kills auslösen. Das ist super praktisch. Da haben wir jetzt eigentlich die allerbeste Waffe im Spiel aufgemotzt. Aber ich habe ja auch schon bei der Marete gerätselt, wie das möglich sein könnte, dass da bei den Dinger nochmal ein Modstrahl gepackt wird. Ich glaube eher, dass die... Ah ne, ich sehe es ja von hier aus. Quatsch. Sehen das 8. Und neben an der Seite vom Beil sind nochmal irgendwelche Klinge dran gepackt. Okay, ich habe mal das jetzt... für mich persönlich eigentlich eher so erklärt, dass man die Klinge nochmal besonders schärft oder so, damit da noch ein paar mehr Treffer rauszuholen sind und so weiter und so fort. Aber nee, Spiel hat man jetzt gerade eben selber nochmal die Aufklärung geliefert. Aha, der hat Shorty-Munition, super, super. Dann ist da nichts mehr drin. Nö.
Dann können wir hier ganz gemächlich rüber springen. Und bei dem wollte ich nochmal gucken, ob der noch was gehabt hat. Bei dem lohnt sich sogar, der hat was gehabt. Wieder Shorty-Munition, Ast rein. Dann geht's weiter in der Story. Komm, zu den Pferden. So sind sie wieder. Die sind ja glücklicherweise nicht erschossen worden. Und dann hier und wieder mit der Aktionstaste drauf. Und weiter geht die Sache. Da können wir über so Dinge normalerweise, wie man auch sonst über Hindernisse gehen, indem wir dann X davor drücken. Aber irgendwie ist es mit einer Pferde ein bisschen schwerfällig heute. Die mögen mich nicht so, habe ich das Gefühl. Wie im richtigen Leben. Da mögen mich Pferde auch nicht so besonders. Hoffentlich ist sie entkommen. Ja, wenn nicht, dann hätten wir wahrscheinlich die Leiche gefunden, wenn sie nicht entkommen wäre. Oh, das war die Kurve ein bisschen scharf. Mit dem Pferd ist es sehr schwerfällig, muss ich sagen. Es nimmt die Kurve nur sehr, sehr weitläufig. Gehen wir hier weiter. Hey, nicht überhole, Kumpel. Ich weiß nicht, ob hier vielleicht noch rechts vor links gilt, aber ich glaube, Postapokalypse, jeder macht, was er will. So darf mich auch der kleine Bruder von rechts überholen. Sauerei. Jetzt wollen wir im Wald. Und jetzt kommt auch eine sehr shiny Location, wie ich finde. Ja, bei der Ranch. Ja, die Ranch. Sie muss da drin sein. Und ich lasse jetzt einfach mal die Ranch auf euch wirken. Wo die Natur sich auch hier wieder alles zurückgeholt hat und wo das Haus einfach nur in leichtem Zerfall durchsteht. Die Britten Pines Coral. Hier ist auch noch was. Überdacht die Brücke. Ja, genau. Und es wirkt einfach nur wunderschön auf mich, finde ich. Gerade wenn es auch so verlosse ist. Oh, hoppla. Müssen wir drüber springen. Ach, wenn es so verlosse ist, es wirkt einfach wunderschön auf mich, finde ich. Sieht sicher aus. Ja, dann machen wir es doch mal à la Wilder Weste. Und machen es doch hier direkt. Nevedra. Und Absitzer, Cowboys. Und dann geht's rein. In das Saloon hier. Hm. Dann haben wir so all die Scheier. Da gehen wir mal mit einem Schaukelstuhl vorne. Ich weiß nicht, irgendwie. Es wirkt schon fast gruselig, wenn man die Dinger so verlassen sieht in so einem alten Farmhaus. Vorsicht! Ja, dann Ellie. Gehen wir mal hier rein. Und gucken, was es hier zu erkunden gibt. Eine alte Pille. Wollte ich sowieso mal reingucken. Au, wunderbar, ihr liebe Leid. Jetzt kann ich die maximale Gesundheit erhöhen. Ah, warte mal, bevor ich das mache. Ihr seht hier ohne hier meine Lebensbalke, wo die Waffe 8 sind, bei dem grünen Rad. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie es verweitert wird hier. Und zwar, jawohl, um Endbalke. Jetzt haben wir die maximalste Gesundheit, die es gibt. Und wir machen noch was, und zwar unseren Lauschmodus-Distanz. Das machen wir höher. Prima. Brauchen wir noch 40 Pille, um das zu optimieren. Weil das finde ich persönlich auch noch am praktischsten. Weil in der ganz schwierigen Sache, da hat man bei der Modi hier, bei Überleben da und eine Stufe, die noch höher ist, hat man das gar nicht mehr. Deswegen sollte man den Lauschmodus einfach nutzen, solange man noch hin. Hier noch ein Schachspiel. Salon. Mann, Omega, das ist eine wahre A-Wese hier, muss ich sagen. Das gefällt mir auch hier. Und hier beim Sekretär haben wir noch einen Firefly-Anhänger. Und der hat gehört zum Brand Pino. Oder Pino. Ich glaube aber eher Pino. War das hier wohl so eine Art Salon? So eine Jagdtrophäe noch hier. Und dort der Speisesaal. Das ist auch schön, finde ich. Na gut, die Bilder sind jetzt ein bisschen kitschig hier, aber ansonsten finde ich das ein richtig schönes Haus hier. Dort jetzt mal richtig gut gefallen. Bevor wir hochgehen, gehen wir nochmal hier in die Küche mit Essbereich. Gucken uns das hier nochmal an. Oh, da rennen die Ratte fort. Was hat's dann gut, gäbe? Alle war wascht. Da nehme ich doch auch. Ah ne, ist ja voll. Meine Gesundheit. Ah jo. So Küche finde ich übrigens auch sehr schön. Und da scheint auch nochmal auf Gas gekocht worden zu sein, was ich auch sehr praktisch finde. Ich meine, jeder von euch, der auf Ceran-Kochfelder oder sowas kocht und einmal auf Gas gekocht hat, der wird sehen, bei deinen Gasdinger, bei deinen Alter, da geht es einfach sehr viel schneller, finde ich. Ja gut, es gibt natürlich auch so neue Sachen, wo es auch ein bisschen schneller geht, aber ich persönlich mag es auch sehr gern mit Gas zu kochen. Wir haben hier nochmal so ein Waschzimmer gehabt, was natürlich auch sehr praktisch ist. Ach, was ein schönes Ding.
Nur ein bisschen kitschiger, da mit ihrer Kuckucksuhr. Heieiei. Scheinen wohl eher altbackene Bewohner gewesen zu sein, aber trotzdem, mir gefällt's hier. Rein von der Raumaufteilung und Architektur ist das spitze. Herr Lee! Ich bin hier! Ah, super. Oh, Herrgott. So können sich die Meinungen unterscheiden. Ich sag super und der Joel sagt Herrgott, aber jo. Wir haben ja auch in Lincoln so ein paar Räume gesehen. So Kinderzimmer und so. Den sie immer liest. Ja, da haben wir noch einer. Und zwar der Nullpunkt. Dann drehen wir das Ding mal um. Und warum geht's? Ah, wohl eher so ein Zwischenband, wo Spannung aufgebaut wird. Ja, und wie gesagt, in Lincoln hat man ja auch so mehrere Kinderzimmer in der Kleinerheißle, die man da besucht hat. Und hier haben wir jetzt mal... Oh, Molotow, ganz nett. Hier haben wir jetzt mal größere Räume. Und hier auf dem Land scheint man wohl auch ein paar größere Räume gehabt zu haben. Die haben sich's gut gehen lassen, die Leute hier. Dann gehen wir da nochmal rein. Gucken wir uns mal, was es hier gibt. Klebeband und Klinge, die kann man immer gebrauchen. Egal ob in der Postapokalypse oder im richtigen Leben. Dann, was haben wir hier noch? Jetzt auch noch mal irgendwo rein. Und zwar in der Badewannezimmer. Oh, mit einer super schönen Dusche hier noch. Ach, ich nicht mich ein und lebe einfach hier, den ich sage. Was soll mal der Cordy selbst Pilz heilen? Was soll mal die Ellie fortbringen, wenn wir einfach hier leben könnten? Ach, wär's doch nur so. Und da geht's zu der Ellie-Reihe. Und hier haben wir noch was anderes, wo wir reingucken können. Und nochmal Badezimmer. Eieiei, hier ist Krösus. Ihre zig Badezimmer. Und, bevor es aber jetzt weitergeht, ihr liebe Leid, wir machen an der Stelle vor dieser geheimnisvollen Tür unseren Cut und wir sehen uns im nächsten Teil von Let's Play The Last of Us Remastered auf Pelzig, wo die Ellie und der Joel jetzt konfrontiert werden, was das eigentlich gesollt hat, dass der Joel sie zum Tommy abschieben wollte. Es wird definitiv spannend im nächsten Teil. Ja, ich weiß, Hinweis. Da drinnen hockt sie, das weiß ich doch. Aber wir machen hier jetzt unseren Cut und wir gucken mal, wie die zwei aufeinander reagieren. Es wird im nächsten Teil wieder emotional, es wird spannend, es bleibt spannend. Das Spiel ist so genial, ich sag's euch, ihr liebe Leute, ich habe meine totale Freude daran, das für euch zu spielen. Und ich hoffe, euch gefällt es so gut, mir zuzugucken, wie es mir Spaß macht, das für euch zu spielen. Ich liebe das Spiel einfach nur, das hat Hochs, das hat Tiefs, das hat Emotionen, das hat einfach alles. Naughty Dogs Meisterwerk für meine persönliche Verhältnisse. Aber genug geschwafelt. Machen's gut, ihr liebe Leute. Wir sehen uns im nächsten Teil. Iron Yankee. Hoppla, falscher Knopf noch. Aber jetzt, machen's gut, ihr liebe Leute.